Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Willkommen zurück. Wir sind wieder bei Connor und Hank. Hey, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Rebuild your future, Detroit City. Man wird in Dritte. Blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Peter. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. Ich kann den nicht wirklich erforschen. Ja, klar. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey, du wirst nicht bereuen. Da können wir nicht rein, auch wenn die Tür offen ist. Ja. Ja, er wollte eigentlich nur in Ruhe essen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Nein. Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Aber er ist vielleicht einer. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Ein Arschkriecher. Wirklich an alles. Entschuldigungsprogramm. Bitte sehr. Ah, da. So, alles scannen. Was kann man hier scannen? Talent Anderson Hank, okay. Wer bist du? Widerstand gegen die Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung. Was haben wir hier? Ein Hamburger. Gegangen. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Kannst Getränk mit scannen. Siehst du? Soll ich ihm jetzt echt was über Kolorien sagen? Sie haben gar nichts bezahlt. Gary ist ein Freund. Eine Hand wischt die andere. So ist das eben. Guten Appetit. Danke. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, oh, das die ist zur interessant. Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt?
Oh ja. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Wir wollen ja sein Vertrauen gewinnen. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Oh. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Hat er ihn wirklich zugezwinkert oder war das nur wegen der Meldung? Es sah aus, als hätte er ihn zugezwinkert. Hey Connor, sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid, ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein, ich komme. Ja, dann beweg dich. Was wissen wir über diesen Kerl? Hallo, nicht einfach viel. Geradeaus gehen. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt... Federn, Konum, Bolivia, Felsentaube. Wenn wir dieses seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Echt praktisch. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Ich kann hier was lesen. Red Ice Epidemie. Vielleicht sollten wir das später lesen. Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, wie das hier stinkt. Nee, ich möchte es gleich lesen. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Ich möchte es gleich lesen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt weitergehe, dass wir es dann nicht mehr lesen dürfen. Red Ice Epidemie. Aktuelle Betäubungsmittelkrise sucht Detroit Time. Das als Red Ice bekannte synthetische Stimulanz ist in der wachsenden Unterschicht Detroits zur meistgenutzten Droge aufgestiegen. Analysten verweisen auf Detroits Status als Epizentrum der Androidenproduktion und vermuten, dass die Droge aufgrund der Unzufriedenheit durch den Verlust von Jobs an Androiden floriert. Der Soziologe Dr. Julian Carter zieht dieselbe Verbindung zu den Androiden. Die CyberLife-Androiden verbreiten sich im Land und bringen Red Eyes mit sich. Arme Bürger, die über die Runden zu kommen versuchen, werden leicht zu Konsumenten oder Dealern. Während die Beliebtheit der Droge rasant ansteigt, ist die chemische Zusammensetzung äußerst gefährlich. Therium, der Hauptbestandteil des blauen androidischen Blutes, ist einer der aktiven Bestandteile in Red Eyes und wirkt höchst destabilisierend auf die Hormonproduktion.
Die Nationale Vereinigung für die Suchtmittelprävention sieht eine Verschlimmerung des Problems. Die Reinheit der Bestandteile ist gering und verschlechtert sich. Amerikas größte Rauschmittelindustrie wird weiter wachsen. Red Ice Dealer sollen ein inoffizielles Motto haben. Wo das Blut blau ist, ist das Eis rot und das Geld grün. Scheiße, ich hasse diese Viecher! Green Earth. Umkehrpunkt verpasst. Ökosystem der Erde unrettbar zerstört. Bienen offiziell ausgestorben. Umweltschützer haben uns lange vor einem Umkehrpunkt gewarnt. Dem Moment, an dem die globale Erwärmung einen Punkt erreicht, der nicht mehr reversibel ist. Die Wissenschaft sagt nun, dass wir diesen Punkt passiert haben. Die Regenwälder sind seit Jahr 2000 um 79% geschrumpft. Und Korallenriffs um 58%. Das Papier nicht riechen. Ja, da hat Henk recht. Wo war? Da. Das Polareis ist so weit geschmolzen, dass einige Länder Probleme haben, das ansteigende Wasser aus ihren Küstenstädten fernzuhalten. Doch die Vereinigung dieser Kühlfaktoren befindet sich in der Atmosphäre zu viel Kohlenstoff, der nicht mehr absorbiert werden kann. Jason Rees, Leiter der globalen Environment Agency, sagt, diese Studie bestätigt, dass viele von uns schon lange vermutet haben. Doch die wahren Katastrophen ist das Schwinden natürlicher Ressourcen, von Energie zu Mineralien, die fast erschöpft sind und nicht ersetzt werden können. Viele Umweltschützer kritisieren Reeses Äußerungen, da sich die Menschen entmutigen, etwas zu unternehmen. Aber Rees trotzte diese Kritik. Es ist wichtig, die Realität dieser Situation zu akzeptieren. Der Planet wird sich weiter erwärmen. Die Frage ist nur, wie schnell. Ja, das ist keine gute Neuigkeit. Wir sollten erstmal nach Hank gucken, aber ich glaube, der kommt auch recht gut alleine klar. Da sind jede Menge Tauben. Hier sind die Bücher, die Hank angesprochen hat. Aber der Stand auch nicht. Der Schrank ist leer. Hier haben wir ein Plakat. Poster einer Urban Farm, Felder im Herzen der Stadt in Detroit. Poster, 100% Recyclingpapier, kürzlich bewegt. Dann mach's mal weg. RT. Was haben wir hier für ein Buch? Was machen Mütter für Erstklässler? Abweichler beschriften gern Dinge mit ihrem Namen. Das scheint ihnen wichtig zu sein. Okay. Kann das nicht lösen. Wo er den wohl her hat. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Das wird hier, kann ich das knapp gut aufgenommen. Ah, überall die Tauben, voll ekelhaft. Und hier. Dann gucken wir mal, was im Kühlschrank ist. Nichts oder ekelhaft? Nichts. Was haben wir hier? Versorgte Tiere. Was ist hier? Militärjacke Secondhand in Italien, RT. Was ist hier noch? Der Führerschein. Rupert Travis. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Verschwinden wir von hier, bevor ich noch einen Asthmaanfall kriege. Nur noch ein paar Minuten, Lieutenant. Okay. Du hast 2 Minuten. Dann bin ich hier weg. Verdammt. Okay. Wir sollen noch ins Waschbecken gucken.
RA9 wieder. Überall. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Ja, das wüsste ich auch gerne. Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Erstmal schauen wir uns das im Waschbecken an. Blaues Blut, okay. Dann den Chip hier. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Boah, das ist gemein. Was ist mit dem Stuhl hier los? Noch feucht, kürzlich benutzt, Mitternacht schwarz, geöffneter Textmarke. Holzhocker, kürzlich umgestoßen, Spuren von Vogelfäkalien. Wahrscheinlich als er gerufen hat, hier Detroit Police. So abgehauen. Oh, wir haben wirklich eine Zeitangabe? Oh mein Gott. Handabdruck. Was haben wir hier? Metallhaken. Spuren frisch. R2, was haben wir hier? Okay. Wo ist es? Da ist es. Hier ist wieder was. Oh. Das Sofa. Okay. Komm mit dir. Diese gottverdammten Dreckstauben. Worauf wartest du noch? Hinterher! Heftig.
Ach du Scheiße. Das ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor. Oh Mann. Nichts. Er war so kurz davor, sich zu entschuldigen, zu bedanken. Da sieht man, wir hätten eigentlich um jeden Preis den Aufweichler erwischen sollen. Ich kann es nur nicht machen. Rupert. Ich kann es nicht machen. Ich musste Hank retten. Und wahrscheinlich mit anderen und öfters mal den riskanten Weg hätten wir ihn wahrscheinlich früher gefunden. Naja. Und ich glaube, die Option hier wäre einfach, wir hätten die Zeit zu viel verplempert und wären gegangen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ich freue mich dann auch schon, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.